Hallo und herzlich willkommen zu unserem Modul Ernährungstherapeutische Interventionen bei erniedrigtem HDL-Cholesterin. Um Ihnen die Effektivität verschiedener ernährungstherapeutischer Interventionen näher zu bringen, beziehe ich mich wieder auf die europäischen Guidelines, die Sie bereits kennen. Die beiden wichtigsten Interventionen zur Reduktion, also zur Erhöhung von HDL-Cholesterinwerten, sind die Reduktion von Transfettsäuren und die Erhöhung der täglichen Bewegung, gefolgt von Normalisierung des Körpergewichts, Reduktion von vor allem Einfach-Zweifachzuckern zugunsten von ballaststoffreichen Lebensmitteln und moderater Alkoholkonsum. Wichtig ist auch, Rauchen aufzuhören, auch das erhöht das HDL-Cholesterin. Und die detaillierten Empfehlungen dazu schauen wir uns jetzt noch kurz an. Wir starten mit den beiden effektivsten Methoden, Lifestyle-Interventionen, und zwar die Reduktion von Transfettsäuren und die Erhöhung der Bewegung. Die Transfettsäuren haben wir schon ein bisschen detaillierter durchbesprochen in Bezug auf erhöhtes Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin. Wichtig in Bezug aufs HDL, die Transfettsäuren senken HDL und erhöhen das LDL, das heißt ein doppelt negativer Effekt. Gesättigte Fettsäuren wirken sich zwar erhöhend auf das HDL aus, also positiv, gleichzeitig erhöhen sie aber auch das LDL-Cholesterin und haben damit einen negativen Effekt. Gesättigte Fettsäuren sollten zugunsten von einfach ungesättigten Fettsäuren ausgetauscht werden. Die Bewegungsempfehlungen vom Fonds Gesundes Österreich, diese Darstellung kennen Sie bereits. Um das HDL-Cholesterin zu erhöhen über die Bewegung, benötigen Sie eine sportliche Betätigung, die zwischen 1500 und 2200 Kilokalorien pro Woche verbraucht. Den Effekt, den Sie sich davon erwarten können, liegt bei einer Erhöhung des HDL-Cholesterins von 3,1 bis 6 Milligramm pro Deziliter. Folgende Punkte werden wir uns jetzt im Detail noch anschauen. Von einer Körpergewichtsreduktion können Sie sich pro Kilogramm Gewichtsabbau eine HDL-Erhöhung um ca. 0,4 Milligramm pro Deziliter erwarten. Gleichzeitig sinkt aber bei einer Gewichtszunahme von jedem Kilo das HDL-Cholesterin um ca. 0,8% ab. Bei den Kohlenhydraten ist es wieder so, dass sich vor allem einfach Zweifachzucker negativ aufs HDL auswirken. Das ist ähnlich wie bei den Triglyceriden, das heißt, hier sind Saccharose und Fructose wieder gängige Vertreter der Einfach-Zweifach-Zucker-Kategorie. Das heißt, hier wäre es optimal, Einfach-Zweifach-Zucker zugunsten von Lebensmitteln mit einem hohen Ballaststoffanteil auszutauschen. In Bezug auf die Alkoholzufuhr ist es so, dass ein moderater Alkoholkonsum sich günstig aufs HDL auswirkt, als wenn gar kein Alkohol konsumiert wird, also quasi bei völliger Alkoholabstinenz. Von einer moderaten Alkoholzufuhr spricht man bei ungefähr 10 Gramm Alkoholzufuhr bei Frauen und ungefähr 20 Gramm Alkoholzufuhr pro Männern. Auch das Aufgeben von Rauchen wirkt sich positiv auf das HDL-Cholesterin aus und ist auch sehr, sehr positiv im Zusammenhang mit der Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen. Also zusammenfassend, Ihre Empfehlungen bei erniedrigten HDL-Cholesterinwerten lauten: Reduktion von Transfettsäuren, Erhöhung der Bewegung um an wöchentlichen Energieverbrauch durch die Bewegung von ca. 1500 bis 2200 Kilokalorien zu erreichen, Übergewicht reduzieren, Einfach-Zweifach-Zucker austauschen, Alkoholkonsum moderat laut Dach-Empfehlungen, Rauchen aufhören. Das sind die wichtigsten Empfehlungen in Bezug auf erniedrigte HDL-Cholesterinwerte im Serum. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald.